Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. So, wir befinden uns hier in Wolkenstein gerade nochmal. So ein bisschen Resüm passiert. Revue passieren lassen. Ah, ich bin immer in solchen Sprachen nicht ganz so gut. Aber hey, da kommt ein anderer Zug. Ach, deswegen macht der eine auch so viel Einnahmen, weil der andere immer so schnell ist. Dann kommt schon wieder einer. Hier ist ja ein Verkehr, du. Na gut. Aber heute dreht sich das nicht um Wolkenstein, sondern wir müssen ein bisschen Hausaufgaben machen. Und zwar haben wir immer viel zu tun und viel abzufordern. Und im Grunde genommen brauchen wir noch mehr Getreide. Und zwar hier bei Knust und Kante Brotfabrik. Wir haben nichts im Lager und wir können noch ein bisschen mehr produzieren. Und es wird auch, wie man sieht, alles, was produziert wird, geht raus. Das heißt, wir können noch mehr anliefern und können dadurch noch mehr produzieren und mehr verteilen. Und das wollen wir ja, ne? Jetzt hat der Bürgermeister von Mörfelden gerade noch angekündigt, dass die Bauernhöfe in Mörfelden mit neuem Dünger beliefert werden und dadurch ihre ihr Ertrag erhöht wird um das Doppelte und wir dadurch auch mehr transportieren können. Willkommen wieder in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Quasimodo, vielen Dank für zwei weitere Flugzeuge hier auf meinem Kanal. Vielen Dank für deinen Support und GZ an alle Beschenkten. Wie gesagt, wir lagern hier gleich wieder um. Eben müsste dann ja irgendwo der Doppelstock hier ist da doch. Guck mal hier, der Doppelstock, der ist gerade mal halb voll. Das heißt, kann durchaus klappen, dass wir jetzt hier mit der Produktionserhöhung den Zug voll bekommen. Das ist immer noch Singletraktion, ne? Ja, kriegt immer noch vor sich hin, ja. Macht er voll gut. Naja. Wisst ihr nicht? Ja, der hätte jetzt schon Topspeed haben können. Bestimmt. In Dreifachtraktion. Ja, Manu. Ach, vielleicht in der nächsten Staffel. Wenn nicht gerade auf schwer spielen. Und die kosten nicht ganz so viel. Willkommen in Kantopolis. Ich habe gerade Kosten wir gesagt. Wünschen dir einen schönen Aufenthalt. So. Während die Flugzeuge gerade landen. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Werde ich euch noch mal ein bisschen mitnehmen und noch ein bisschen weiteres erzählen. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Und zwar haben wir noch ein Defizit. Ich fange an der Wurzel, am Endverbraucher an. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Beim Endverbraucher fehlt Stahl. Und Stahl brauchen wir. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Stahl wird von hier geliefert. Die liegt gerade bei der Hälfte an Produktion. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Und dafür brauchen wir mehr Rohstoffe. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir würde ich sagen, grab doch mal Löcher in den Boden. Und da haben wir mit dem Bürgermeister in der Stadt Transport City gequatscht. Willkommen in Kantopolis. Und wir haben die Erlaubnis, schönen Aufenthalt buddeln zu können. Und dafür wählen wir etwas, was damals da war. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Wegarbeiten, damit wir da schön was bauen können gleich. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Oh, hier können wir das auch so dran bauen. Quasimodo, du Verrückter. Vielen, vielen Dank für 10 weitere verschenkte Subs. Und vielen, vielen Dank für deinen Support und GZ an alle Beschenkte natürlich an dieser Stelle. Jetzt könnten wir, wenn das jetzt eh schon gerade so angenommen wird, passt sogar.
Dann bauen wir das gleich alles aus. Sieht ein bisschen hübscher aus. Wir könnten ja, wir können ja hier, wir haben ja extra den angemacht, den Sandbox-Modus. Das heißt, wir können jetzt selber hier auch noch Industrien setzen. Das war ja das, weswegen wir das überhaupt angemacht haben, den Sandbox-Mode. Schade, hier passt er nicht rein. Das wäre natürlich super cool gewesen. Aber. Nee. So müsste ich den drehen. Damit er da seine kleinen Tentakelchen wieder ausfahren kann. Und dann ist das Ding auch schon gebaut. Dann reißen wir hier hinten die Straße einfach weg. Völlig lieblos. Obwohl, wir können ja auch Sandwege bauen. Dann bauen wir einen kleinen Sandweg rein. Sandweg reicht voll und ganz. Sieht ja ein bisschen hübscher aus. Wir bräuchten eigentlich, wir bräuchten auch gar keinen Weg hier reinbauen, aber. Aber ist das schon, sollte bisschen, schon ansprechend sein. Ist schon ein bisschen schöner, ne? Ja, hier so ein bisschen was reinzaubern. So, und jetzt können wir auch, was bestimmt auch ganz cool aussieht, haben wir auch so noch nicht gemacht. Nein, das hätte ich gerne so, genau. Und jetzt, wenn ich ganz doll viel Glück habe, ne, habe ich nicht. Meinst du ein Dreieck bauen? Ja. Aber nur wer aufgibt, hat schon verloren. So, jetzt haben wir hier ein schönes Dreieck reingezimmert. Okay, das sieht jetzt natürlich. Ja, da ein Verkehrsplan, da war da wohl etwas zittrig im Plan. Ja. Das lässt sich jetzt leider nicht vermeiden. Ich kann höchstens noch das Ding abreißen, aber bis das dann wieder auf 3-2 hoch ist, nee, das ist das natürlich schon sämtliche Produktion zusammengebrochen. Heißt, dieses Bergwerk kriegt jetzt aber auch gleich hier alle Schächte verbaut, oder? Erstmal bauen wir jetzt hier drüben das Eisenerzbergwerk, bevor jetzt hier der eine. Na gut, wir haben Kohlenüberschuss eigentlich, ne? Wir haben Kohlenmangel. Ja. Also bauen wir jetzt erst die Kohle einmal aus. Das heißt, das Ding kriegt jetzt volle Breitseite, wenn Autosave vorbei ist. So, das heißt, wir gehen jetzt hier auf volle Produktion und hier drüben setzen wir jetzt auch nochmal auf volle Produktion und zwar kommt hier drüben dann natürlich ein Eisenerzbergwerk hin. Normalerweise würde man das ja so bauen, das machen wir jetzt an dieser Stelle natürlich nicht, sondern wir werden das ein bisschen einfacher machen und zwar müsste das... Fährt es sich? Alle wach. Guck mal, können wir doch mit dem Rücken ransetzen. Das ist doch gut. Bam. Cosimodo, vielen Dank für 1000 Bits. Vielen Dank für deinen Support. So, und dann können wir hier hinten die Straße wieder abreißen. Und dann haben wir hier ein wunderschönes Eisenerzbergwerk. Und auch das werden wir natürlich konfigurieren. Voll aufpimpen auf 3200 und dann geht das hier rund mit den Beladungen und jetzt wollen wir hier noch ein bisschen was ändern. Jetzt gucken wir erstmal Zielbahnhof. Das Gute ist ja, die wenden nicht da drin. Verrückt, ey. Vielen Dank für 1700 weitere Bits. Lässt deiner Frau auch nichts über, ne? Aber wie man sieht, sind wir hier absolut am Limit. Das heißt, wir können hier nur noch damit trumpfen, dass wir die Fahrzeuge ein wenig aufwerten. Und das machen wir aber erst, wenn die leer sind. So, der fährt jetzt los. Das heißt, den können wir jetzt bearbeiten. Der kriegt eine neue Lok. Wir sind jetzt bei 276 Meter, also 280 Meter können wir. Dann haben sich die Bürgermeister gewünscht, die HZ-Loks.
in weiß-hell-blau. Jetzt gucken wir nochmal. Da tut sich nicht viel. Gewichtstechnisch tut sich da auch nichts. Also die haben eigentlich keinen Unterschied. Nur von der Bezeichnung her. Dann nehmen wir die 015. Die fügen wir hinzu. Haben jetzt 276 Meter. Und ist damit der erste Zug, der ersetzt wurde. Und das werden wir mit allen anderen Zügen hier auch noch machen. Fahrzeug verwalten, bearbeiten. Weg. Den hier 015 hinzufügen. Kaufen. So, wie sieht das denn sonst aus? Der fährt gerade beladen los, aber eigentlich dürfte da nichts passieren. Ja, wenn du die Waggons nicht änderst, dann darf eigentlich nichts passieren. Genau. Also nehmen wir uns jetzt die beiden dazu. Das heißt, den oberen als erstes rauslöschen. Die 015 hatten wir uns rausgesucht. Hinzufügen. Den hier rauslöschen. Auswählen. Hinzufügen. Ersetzen. Und die letzten beiden machen wir auch noch. Obere auswählen, löschen, Zug 015 ersetzen, rausnehmen, ersetzen und kaufen. So, jetzt werden wir natürlich ein absolutes Übermaß an vorhandenen Ressourcen haben. Ich glaube nicht, dass wir das wegtransportiert kriegen. Wir können gleich nochmal gucken, ob wir am Bahnhof in... am Güterbahnhof beim Stahl noch was machen können, weil die Bahnhöfe hier, oh, die sind auch nur 208, nee, die wären 300, glaube ich, 320. Das heißt, sie könnten noch mal locker zwei oder drei Wagen ran. Aber da gucken wir gleich mal im Bahnhof. Erstmal möchte ich jetzt gucken, was er leistungstechnisch vorwärts bringt. Wollen wir ein Stückchen mit? Ja, wir fahren ein Stückchen mit, gucken erst noch mal die Details an. Details sagt gut, das heißt in 100... 5 Sekunden flach müsste der auf volle Geschwindigkeit kommen. Ich glaube, das hat der andere gar nicht erreicht. Hey. So, wir fahren nochmal mit. Also leistungstechnisch sind die Dinger fast unschlagbar. Und das ist natürlich auch ein bisschen Abwechslung. Wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt nicht immer nur dieselben. Wir haben jetzt oft dieselben, weil die halt wirklich leistungstechnisch gut sind und wir die Leistung auch brauchen, um das Ganze zu versorgen. Wir wollen jetzt aber mal ein bisschen Varianten reinbringen. Mal gucken, wie das alles so läuft. Und ich hoffe, dass der Patch uns nicht irgendwie die Staffel versaut, aber wir werden es sehen. Der Einschnitt wird da doch ein bisschen sein durch die Rauchgeschichte, was da alles mit reinkommen soll, was sie jetzt alles schon so ein bisschen haben durchsickern lassen. Ich weiß auch nicht, wann da kommen soll, aber ich werde die Entwickler wahrscheinlich mal anschreiben und mal fragen, wann wir damit rechnen können ungefähr, dass wir ungefähr noch eine Zeit haben. Ja, wo es nicht offen ist. Das Ende. Also wo wir selber noch mit dran wirken können. Ja, Topspeed wird er aber auch nicht hinkriegen. Also doch, dreifach Traktion. Manu. Ja, okay, vierfach Traktion reicht. Ja, 120 ist Topspeed. Jetzt vom Bahnhof. Na doch, schafft er ja. Also hier auf der Seite können wir nicht mehr viel machen. A ist der Tunnel da, unten direkt. Und hier kommen wir auch gerade erst von der Brücke runter. Also da ist nicht mehr viel zu machen. Ich denke aber nach hinten raus könnte man eventuell noch was machen. Ich wage es aber zu bezweifeln. Aber ich habe eine Idee. Eventuell. Ja. Aber das Bahnsteig verschieben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit dem Bahnsteig noch weiter rauskommen. Ach nee, hier war Ende im Gelände. Hier kamen wir nicht mehr weiter. Das ist das Maximum. Ja, größer geht dann immer. Und hier haben wir auch schon eine Kurvengeschwindigkeit von...
167, also da könnte man durchaus noch was rauskitzeln. Ja, aber der Tunnel halt. Ja, den Tunnel könnte man ja noch ein bisschen vorverlegen. Also da sehe ich eigentlich eher weniger das Problem drin. Dass man da sagt, Kante ist ein Blödmann oder so. Also das Übliche. Aber da waren Schienen drauf, habe ich genau gesehen. Ja, da war mal eben mal eine kleine Werkbahn unterwegs. Das ist immer noch die Zuführung für Straßenbahnen in die Richtung. Ja, genau. So, dann von hier hoch. Hier sollte ja auch irgendwann mal eine Autobahnabfahrt kommen. So. Detlef, vielen Dank für deine 500 Bits und schönen guten Abend. Vielen Dank für deinen Support an dieser Stelle. So, ich fülle mal erstmal auf. Also wir müssen ja so oder so, die Schienen hier können wir ja gar nicht mehr großartig, könnte man auch noch verlegen. Das ist ja das Durchfahrtgleis, was von oben kommt. Das ist das Durchfahrtgleis für den Personenzug. Dann wenn das jetzt hier... Da hast du ja die Problematik, dass der da 160 am Volt ist. Sind wir bestimmt sogar drüber, oder? Ne, 160 haben wir da, ja. Aber wenn wir jetzt spaßeshalber... Das wird uns ja einiges am Platz hier hinten reinspielen. Das ist ja wegen der Steigung. Wenn ich jetzt hier... Ach, das ist halt das Bahnhof, ne? Bahnhofsgleis, ja. Hier vorne war kein Bahnhofsgleis. Das heißt, hier könnte ich rüber. Hier nicht mehr. Das ist ja nur zu Testzwecken. Ach, da haben wir wieder die Mini. Da sind wir schon sehr weit unten. Oh, wir probieren mal ein bisschen. Das ist sowas, sowas muss halt auch mal sein. Wir müssen halt auch mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen experimentieren. Um vielleicht noch das ein oder andere bei rauszukriegen. Ihr wisst ja, wo unser Fokus hier liegt. Das heißt... Dahin. Und dann müsste das klappen. So. Das heißt, wir nehmen das Signal mal kurz weg. Und setzen das hier hinten hin. Wir erinnern uns an die letzte Schlagzeile. Was? Hier gibt es keine Schlagzeilen. Wird in Transport City Ding umgelegt. Signal umgelegt. Und das Chaos war perfekt. Ja, ist doch gut, oder nicht? Ja, gut, für die Zeitungsauflage auf jeden Fall. Guck mal, das sieht doch gut aus.
Dann haben wir das mittlere Gleis, was nur geradeaus und rum geht. Dann gehen wir hier unter der Brücke und da durch. Habe ich gar nicht geguckt. Passt das mit der Oberleitung? Na fast, da müsste man noch mal ein bisschen runter gehen. Aber auch nicht viel. Ja, das geht aber, oder? Ah, ganz knapp. Ja. Da zerhagelt es mir sonst mein Manuismus. Ist das ein bisschen hübscher? So. Jetzt ist halt die Frage: Kriegen wir da noch ein zweites Gleis mit durch? Ich schätze nein. Und das Spiel sagt: Haha, reingelegt. Wir kriegen da echt noch ein zweites Gleis daneben. Ich bezichtigen sie schon wieder als Stützenschubser im Chat. Ja. Brückenpfeiler Movement. Move. Move, Brückenpfeiler. Move. Ja. Du hast keine Chance. Ja, das einmal Pfeiler schubsen. Jetzt bin ich ja gespannt. Ne, er will da noch nicht durch. Es wäre aber durchaus, wir können ihn ja da durchaus drauf schubsen. Auch wenn er das gar nicht möchte. Wir müssen natürlich, müssen wir das geradeaus müssen wir behalten. Da kommen wir gar nicht drum rum, weil damit haben wir die Zufahrt für die Güter, für die Eisengeschichte. Was sagt eigentlich jetzt die Stahlproduktion? Das ist auf 1,7 hoch. Also wir haben jetzt einen Produktionsschub von 100 zumindest schon mal erreicht. Wäre natürlich gut, wenn wir die Züge noch länger machen könnten. Noch mehr Züge drauf, würde ich sagen, wäre nicht gut. Maximal 2 und dann bist du schon ziemlich am Anschlag. Also da staut sich's dann zurück. Da müssen sie immer wieder anfahren. So, ich mache jetzt was Verrücktes. Wofür ich sehr berühmt bin. Ich reiße es einfach mal ab. Und jetzt nehmen wir uns gleich mal den Personenzug, der nächste, der hier kommt. Das könnte sogar da sein. Ja, sehr gut. Und dann gucken wir uns das mal an. Hoppala. So, gucken wir uns den Gleisbau, den wir jetzt dahin gezaubert haben, gleich mal an. Und wie der da durchgeht, auch von der Geschwindigkeit her. Hier haben wir natürlich eine Begrenzung 143, weil der Kurvenradius nicht mehr gibt. Und das heißt, sie dürfte jetzt gleich beschleunigen. Jetzt fängt er an beschleunigen. Jetzt fahren wir hier in unsere neue Bahn rein schon, in unsere neue Strecke. Gehen hier wunderbar unter der Brücke und da durch. Und haben gleich Topspeed. Jetzt Topspeed erreicht. Gehen jetzt hier in den Bahnhof rein. Und dürften jetzt mit Topspeed durch diese Weiche durch. Ja. Ich würde sagen, nahezu. Perfekte Baustelle. Und das während des laufenden Betriebs, meine lieben Damen und Herren. Ich freue mich. Ich finde sowas immer sowas von cool. Und am besten ist es immer noch, wenn sowas auch wirklich klappt, ne? So, jetzt noch den Rückweg, oder? Jetzt baue ich erstmal den Hinweg richtig. Damit wir dann den Rückweg auch planen können. So, hier wollen wir jetzt eine 100... Planen wir eine 180? Jo. Ja, würde ich schon sagen. 180 ist doch schon ganz gut. Nimmt er auch gleich die neue Strecke. Weil wir müssen natürlich jetzt gleich direkt... hier den Rückweg schon planen. Hier können wir den Hinweg nämlich abreißen. Das Zufahrtgleis bleibt natürlich für drüben. Und bauen wir das durchaus auch noch ein bisschen. Das bauen wir ein bisschen um, ja. Hier den Radius dann anpasst. Genau. So. Da wir das ja im laufenden Betrieb umbauen, das finde ich immer sehr, sehr cool. Das sowas macht mir sehr, sehr viel Spaß. Gehen wir jetzt hier auf eine 160. Und gehen hier runter.
nehmen uns da auch nur 160. Sieht sogar fast gut aus. Das ist natürlich jetzt eine Baustelle. Und durchaus im Rahmen des... Ja, es ist okay. Achso, warte mal. Wir könnten das ja noch anders machen. Wenn wir jetzt die hier wieder wegnehmen. Da wissen wir, dass es nachher geht. Dann könnten wir hier ja jetzt die direkte Strecke oben ransetzen. Aber hier haben wir auch vor dem Bahnhof nichts. Das heißt, wir können auch hier eine Weiche rübersetzen. Ist das cool. Im laufenden Betrieb. So, Signale habe ich natürlich noch vergessen. Ja, wäre von Vorteil, wenn du da so ein paar baust. Einmal hin, einmal zurück. Oh, zurück ist, ja. Ist ja noch nicht ganz so fertig zurück. Aber ich sehe auch schon, hier ist noch ein Signal. Das heißt, wir würden uns gleich wieder aufregen. Boah, das Spiel mag uns nicht. Und wären selber schuld daran. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt das Teil hier. Wir müssen jetzt irgendwas Hübsches draus bauen. Oh, das ist ja... Ja, tut mir leid. Gegenpart. Jetzt gucken wir nochmal, hat er schon die neue Strecke genommen? Der nimmt sich auch schon gleich die neue Strecke. Das ist ja der absolute Kracher. Das heißt, wir können auch die Strecke hier schon mal wegreißen. Das machen wir gleich neu, die Zufahrt. Die dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen und darf auch nicht wegbleiben. Sonst kriegen wir keine Züge mehr drauf. Als wenn wir es nie anders gebaut hätten, ne? Ja. Schon grausam. Ja. Das ist ja. Genau. Und trotzdem ziehen wir uns das Ding noch ein Stückchen zurück. Damit wir hier unterhalb der Brücke sind. Dann können wir nämlich unsere Ölstrecke als erstes ein bisschen rausziehen. Die bauen wir nämlich als erstes jetzt nochmal um. Wir können das ja erstmal so lassen. Wir haben ja keinen Geschwindigkeitsverlust dadurch, dass wir in eine Weiche fahren. Das sieht jetzt natürlich erstmal... Ja. Sie haben Nachrichten. Oh nein. Doch. Ja, denn. Kantastisches Abendblatt. Transport City. Kohle. Die New Kante Logistik Group hat endlich nach etwa 40 Jahren diese altdreckigen kroatischen Diesellokomotiven auf der Kohle-Erz-Linie gegen neue, aus fünfter Hand erstandene kroatische Elektrolokomotiven ersetzt. Nichtsdestotrotz, dass die Elektroloks neu sind, müssen wir hoffen, dass die Loks nicht wieder auseinanderfallen. Wir bringen sie auf den neuesten Stand der Dinge. Ja, es ist einiges, was hier passiert. Das ist schon vollkommen richtig so, ja. So, und dann wollen wir hiermit damit runter. 120 ist ja durchaus das, wo wir hinwollen, ne? Okay. Reichen uns da 120? Ja, eigentlich schon auf der kurzen Strecke. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, das ist nur das Öl, ne? Naja, der beschleunigt zwar schon ordentlich, aber... Schnell ist er dann auch wieder nicht gewesen im Vollzustand. Das Wichtigste ist ja, dass wir wirklich außen rauskommen. Dass wir für den Bahnhof mehr Platz hier gewinnen. Hier hinten, ne? Das ist eigentlich das, was wir damit erreichen wollen.
Und der Ölzug fährt dann nur hier außen? Ja, er fährt nur hier außen. Das heißt, wenn der gleich abgeladen hat und wieder zurückfährt, dann machen wir... bauen wir die Strecke hier um. Sieht natürlich im Moment doof aus hier, aber das ändert sich ja gleich alles. Oh, Alter. Der gockt da aber auch das Öl hin, du. Und hier wartet der Ölige schon, wa? Ja, das ist sehr gut. Das ist richtig gut, dass die jetzt warten, weil der wäre jetzt mit 200 Öl losgefahren. Und jetzt sieht man gerade, wie er alles umrodelt. Er sagt, oh, jetzt kommt doch noch mehr, oh, noch mehr, oh, noch mehr, oh, wir machen voll. Das ist natürlich genau das, was wir wollen. Dann bringt das natürlich richtig Geld. Zack, voll, Abfahrt. Cool, ey. Das ist richtig cool. Die armen Lokomotiven. Wieso warten die jetzt? Weil der Stahlzug, der dahinter fährt, ist mir ja egal. Ja, du hast Stahl als hohe Priorität hier eingestuft in der Kantweiz. Ja, muss ja auch. So, jetzt wird er uns gleich sagen, Achtung, du baust da gerade totalen Mistkante. Ich weiß, ist aber nicht so schlimm. Der Mist ist gleich wieder weg. War das Notsignal? So, Mist ist wieder weg. Läuft alles. Das heißt, wir nehmen uns hier schön die alte Schiene auch mit weg. Huch. Was? Hat geklappt. Zug mit abgerissen. Kleine Ungenauigkeit im Raumzeitkontinuum. Mhm. So. Das hat uns natürlich jetzt richtig Platz geschaffen. Jetzt hier nochmal ein bisschen glätten, bügeln. Zack, das haben wir auch. Und dann können wir natürlich mit den anderen beiden Schienen hier direkt auch noch mit ran. Ah, nicht so weit. Ich glaube, das reicht schon. Und hier noch mit ran. Das wird schwer, das Ganze jetzt umzubauen. Ja, jetzt alles wieder gut. Der eine Zug muss jetzt noch raus. Aber dann kommt von hier wahrscheinlich schon wieder der nächste. Da ist er auch schon wieder im Anrollen. Ich sehe es schon. Oh. Da ist ja so viel Durchfluss. Das ist der absolute Hammer. Aber ist jetzt schon verbessert. Auf 1,8 sind wir jetzt schon hoch. Wenn wir jetzt noch die Züge ausbauen, das wird der Kracher. Wird der absolute Kracher. Und Stahl wartet ja auch immer der Zug hier schon. Das heißt, wir haben Kapazitäten, haben wir genug. Aber er muss halt immer warten, bis der Stahl fertig ist. Und das wollen wir jetzt natürlich verbessern, indem wir mehr anliefern. Das heißt, mehr Fläche, wo die Züge entladen können. Und ja. So, wir haben das Geld gekriegt, das heißt, wir können jetzt anfangen umzubauen. Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen unschön, aber das muss jetzt so sein. Ich muss erstmal Plattformen haben und die müssen dann hier ran. Das passt natürlich auch schon nicht. Das heißt, ich muss das hier auch nochmal abreißen. Das muss ich gleich alles ein bisschen anpassen. Warte. Gerader werden, ja. Ja, das muss alles ein bisschen gerader werden, genau. Das heißt, wir können das auf jeden Fall schon gewinnen. Ach! Jo. Da ist auch Sender erreicht. Da ist auch der Sender erreicht. Aber es sind 40 Meter mehr. Ne? Ein hohes Maß an Optimismus. Das bringt uns richtig was. Geschwindigkeitstechnisch ist das sehr gut. Eine Lok mehr. Da sehe ich überhaupt kein Problem drauf. Ja, dran, drinnen.
Haben wir jetzt noch mal gerade rausgehen ein Stück. Können wir noch ein Stück? Das ist das Maximale. Und dann können wir natürlich, um neue Züge einfinden zu lassen, muss jetzt ja nichts großgeschwindigkeitiges sein, wollte ich gerade sagen, nichts mit hohen Geschwindigkeiten. Aber es sollte schon funktionieren. Das will jetzt nicht so. Wehrt sich ein wenig? Ja. Ein klein wenig, du warst im... So, das ist ja auch nur, um die Zuführung nachher zu machen, um mit dem Zuführungsgleis dann auch da hinzukommen, wo wir hinwollen. So. Und so. Das können wir schon mal alles mit wegnehmen. Gehen wir hier nämlich mit dem Gleis zusammen hier rum. Auch da reichen uns die 130. Vielleicht an dieser Stelle nur 129. Gerade gesagt, schon war es so. Ja, aber 120 Topspeed, das reicht. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Linie sagt, das ist in Ordnung. Auch hier sagt die Linie, das ist in Ordnung. Das heißt, wir gehen hier nochmal mit einem Signal davor. Hier auch. Und hier haben wir schon wieder ein Signal. Gut, das heißt, der Ölzug kommt jetzt da rein. Den könnten wir sogar auch noch einen länger machen, aber ich würde das jetzt einfach so lassen. Ja, das war ja abgestimmt auf den abfahrenden Zug. Ja. So, jetzt brauchen wir nur noch das Zuführungsgleis. Jetzt brauchen wir noch das Zuführungsgleis, genau. Das kommt ja hier unten. Ja, einmal schräg rüberziehen in der Gerade. Doppelkreuzweiche, oder? Da jetzt runter. Wir müssen ja nicht ganz schräg rüber. Wir müssten ja eigentlich nur auf das Gleis hier rauf. Weil die Zuführung ist ja dann am Bahnhof, kann er sich dann ja in die Richtung einbalsamieren, wollte ich gerade sagen, die er braucht. Und dann ziehen wir uns das jetzt so hin, wie wir es passt, wie wir es passend haben. Eine schnuckelige 100 ist auch ganz nett. Wenn wir jetzt noch da hochkommen, wäre das ein Traum. Das überrascht mich jetzt nicht, dass er sagt, nö, könnte, so noch nicht. Das könnte jetzt aber auch gleich zu einer hässlichen Kreuzung hier oben führen. Immer noch Steigung zu groß. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Baust. Was denn? Wenn du von oben nach unten baust, also... Ich habe jetzt das Maximale aber rausgeholt. Das ist natürlich die Kreuzweiche hier oben hässlich. Mit M und N ist da auch nichts mehr zu machen. Haben wir die jetzt noch ein kleines Stückchen? Ich weiß, ich bin blöd, aber das macht nichts. Ich bin gerne blöd. Guck mal, dann sind wir schon hier direkt runter. Da haben wir auch nur 100. Wenn wir jetzt von da aus hier unten an die Kreuzweiche gehen, dann haben wir beide Weichen in hübsch. Ah, okay.
und haben trotzdem die Senke oder das... Das Gefälle mit eingebaut. Das Gefälle mit eingebaut, ja. Dann setzen wir hier das Signal hin für die Zufahrt. Und dann haben wir das Firma ratzfatz umgebaut. Roll und roll auf. Genau. So, ich hoffe, er entlädt hier noch. Ja, er entlädt. Wir haben ja einen ziemlich kompakten Zug hier. Compressed. Iron Ore. So. Das heißt, wir haben jetzt hier mal schätzungsweise 2 Wagen kriegen wir ran. Ja. Oh, mehr. 2 kriegen wir ran. 3 würde ich jetzt schätzen. So, ja, weil wir vorne ja auch noch Platz vorne haben. Vorne ist ja auch nicht ganz dran. Also könnte man fast, also 3 passen auf jeden Fall. Also wir schnappen uns jetzt mal 2 Züge, dann gucken wir uns raus, welcher das ist, welcher Wagen das ist. Okay. Müssen wir das hier machen? Das ist der FS Raw Materials Falls. Ja. Also, Cargo. FS Raw Materials. Welcher von den beiden ist das? Ah, der 120er. Ja, einer war 160, einer war 120, oder? Ja. Macht ja Sinn, wenn wir den 120er nehmen. Ja. So, wir können jetzt ja auf 320 Meter gehen. Das ist einer zu viel. Also 4 Wagen dran, wa? 1, 2, 3. Ne, 3 Wagen dran. 325 Meter, ich würde es jetzt nicht überreizen. Ich glaube, das ist ganz gut so. Die beiden. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Sind natürlich pro Fahrzeug jetzt 60 Einheiten mehr. Ne? Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und da passt hier noch super in den Bahnhof rein. Jetzt müssten wir noch mal gucken, ob die Endbahnhöfe das auch so mitmachen. Oder ob wir die jetzt auch auf 280 Meter getrimmt haben. Das könnte jetzt an der Weiche hier spannend werden, ja. Und da sind wir genau richtig, dass dadurch, dass wir 120, nur 3 rangehängt haben. 120 Meter Bahn. Genau, das ist auch bei dem und bei der Kohle. Der war, glaube ich, sogar noch länger bei der Kohle. Ne, das passt aber auch. So, da haben wir jetzt 480 statt 420. Das ist natürlich eine absolute Steigerung. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal, wenn wir jetzt hier vom Eisen gerade wegfahren, bleibt uns nichts anderes über als nochmal mitzufahren. Ein Minütchen haben wir ja, glaube ich. Warte. Wir sind bei 43, also ein paar Minuten haben wir noch. nach der fantastischen Zeitrechnung. Ja, es könnte noch mehr Leistung sein. Aber ich würde mich da jetzt gar nicht so... Ja... Ich würde das jetzt gar nicht mehr so extrem machen. Weil es muss sich auch irgendwo noch rechnen. Und solange... Guck mal, der eben kam uns gerade entgegen. Das heißt, der steht auch nicht. Und wenn die Fahrzeuge so reinfahren können, dann ist eigentlich alles erreicht, was wir damit erreichen wollen. Und dann passt das eigentlich auch so. Ich glaube, der Ölbahnhof rechts von uns ist gerade leer gewesen. Ja, kann gut sein. Mal hier mal reingucken. Ach, Füße hoch hier, wa? So, und hier haben wir unsere neue Strecke. Eben gerade komplett neu umgebaut. Ich finde es sehr, sehr cool. Wir könnten jetzt natürlich noch die
die Strecke gerade raus, also dieses Durchfahrtgleis nochmal ein bisschen vereinfachen. Rechts neben uns. Wäre aber, glaube ich, nicht notwendig. Ich finde das auch mit der Weiche drin gar nicht so unhübsch. Muss ich sagen. So, wir liefern an. Statt 4,4 machen wir 5,5. War eigentlich dasselbe. Die Produktion sind wir jetzt bei 1,8. Das wird sich natürlich jetzt noch ein bisschen verbessern und einrenken. Jetzt können wir noch mal gucken, was machen unsere Getreidefreunde hier. Die kriegen gar nicht alles weg mit den Zügen, mit den kleinen. Wie sieht das hier aus am Bahnhof? Wo ist unser Doppelstockzug? Was haben wir hier jetzt liegen? 650. Der könnte natürlich gerade noch hier sein. Nee, das ist der nicht. Das auch nicht. Achso, das ist der Erdnusstransfer. Das müsste ja, übel sein. Wo versteckt er sich denn? Es gibt eine schnelle Variante, das rauszufinden. Linie draufklicken, Zug. Wo bist du? Ach, guck mal, da fährt er gerade rein. Also müssten wir jetzt eigentlich nochmal die anderen Züge aufbauen, damit die wir mitkriegen. Den anderen Zug. Ach, das ist ja nur einer, stimmt. Ja, den können wir jetzt auch verlängern. Der pendelt ja. Ja, den sollten wir verlängern. Ja, aber Bahnhof zu kurz. Zug ja. Zu schwach. Bahnhof zu kurz, ja. Lok zu schwach? Nee, Lok nicht zu schwach. Lok ist gut. Kosten drauf nur 110, oder? Nee, 141, oder? 150. Nein, immerhin 150. Ja. Hat sich Vorrang erschlichen. Das gibt's ja wohl gar nicht. So, hier kommt Kraftstoff, Waren, Maschinen. Und hier kommt das Getreide. Und da oben kommt das die Baumaterialien. Ja, was wir mit dem Getreidezug machen, das gucken wir uns nochmal in einer weiteren Folge an. Das ist noch etwas. Oder machen wir das? Oh, hier ist großes Brot jetzt. Es wird hier langsam. Oh, die ist fast am Anschlag. Wir verarbeiten 6338 Getreide. Sagen, da bleibt nur eins. Und zwar, wir pimpen. Auf voller Ausbaustufe. Aber jetzt produzieren wir mehr und versenden nicht mehr. Das heißt, die Produktion geht hoch, der Versand aber nicht weiter. Also sind wir jetzt da angelangt, wo wir eigentlich hin wollten. Das sehen wir nochmal, dass wir hier nochmal einen anderen Zug drauf kriegen. Aber das machen wir in einer weiteren Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat. Vielleicht habt ihr sogar eine ein oder andere Idee mitgenommen. Und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge hier auf Kante zockt. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.